Ich habe schon viel mitgemacht in der durchgeknallte Show, aber das, was jetzt kommt, ist der Hammer. Ich soll nach Mexico City. Deshalb bin ich hier am Frankfurter Flughafen. Ja? Hier treffe ich Johann Laver, einer der besten Kochbeutel Deutschlands. Der Gewürzbändischer hat einen Spezialauftrag. Der soll für ganz wichtige Herrschaften soll der kochen. Was ich da dabei allerdings soll, ist mir nicht so ganz klar. Ich sag's, wie es ist. Kochen ist nicht meine Welt. Ja? Der Johann kocht aus Leidenschaft, ich koche aus der Dose. Sofort erkannt. Johann Laver. Hi, hallo mein Lieber. Danke gut. Ich habe was mitgebracht. Hast du was mitgebracht? Genau, guck mal, hier. Für dich. Deine Uniform. Nein, Johann. Ist das schön. Bodo Bach im Team von Johann Laver. Ich werde bekloppt. Hallo, guten Tag. Ja, aber beim Johann, da ist es wie in jedem Betrieb. Der Chef sitzt oben, ne? Und ich im Großraumbüro. Falls was ist, Non comprendo. Ja. Das wirst du dann schon kapieren, Mädchen, wenn es losgeht. Oh, mehr Rolle schon, jetzt geht's los. Jetzt macht der Bodo Bubu. Haya, buenas noches. Nach über 10 Stunden Flug sind wir angekommen. Mexico City, ja, die größte Stadt der Welt, 28 Millionen Einwohner. Als erstes hat mir Johann, die alte Superschleuder, mein neuer Arbeitsplatz gezeigt. So, guck mal, das ist jetzt hier der wunderschöne Saal, wo am Freitagabend das Gala wieder stattfindet. Aber hallo, ich werd bekloppt, Johann. Das ist ja der Wahnsinn, hör mal. Ein Altbau, wenn der erst mal tapeziert ist, dann wird es hier richtig gemütlich. Jetzt red doch keinen Scheiß da, komm, ich zeig dir erstmal die Mannschaft. Oh ja. Hola, senoras y senores. Hola, buenos dias. Also hier haben absolut die besten Leute gekocht, ja? Und ich möchte es am Freitagabend, dass ein wunderbares Essen wird. Wir müssen uns wirklich anstrengen. Auch du, Bodo, ja? Ich? Reiß dich zusammen. Ich habe richtig Verantwortung, ja? Genau. Was habe ich zu tun? Um was geht's? Zunächst mal müssen wir einkaufen gehen. Du gehst mit auf den Markt. Ach, fehlt noch was? Es fehlt noch einiges. Was brauchen wir noch? Zum Beispiel Schalotten, die du schneiden musst. Schalotte? Schalotte ist meine Stärke. Wie sieht die aus? Wie alt ist sie? Was habe ich da genau zu tun? Sie ist mindestens 3 Kilogramm schwer. Aha, okay. Und reißt euch bitte zusammen. Es ist ganz wichtig und du auch. Jetzt ja. Gehen wir einkaufen. Chef, komm. Alles klar. Gehen wir jetzt. Komm. Adios. Das muss jetzt der Markt hier sein, guck mal. Mercado de San Juan. Das ist ja Wahnsinn, was hier all gibt, du. Mexikanische Gewürze. Johann, was machst du für Fleisch im Hauptgang? Was hast du da vor? Ochsenfilet, schön gebraten mit Rotweinzwiebeln. Für Wirtschaftsbosse Ochsenfilet. Ja. Ich glaube, das steht besser, Basse, hier. Guck mal, für Wirtschaftsbosse Heuschrecken. Mündefering, dem das schmeckt. Sehr schön. Sieht aus wie meine Schwiegermutter. Guck mal, wie die guckt. Der Mexikaner schmeißt halt nichts weg. Ich weiß bis jetzt nicht, was es war. Aber da muss einer drüber gebrettert sein auf der Bundesstraße. Das gibt's gar nicht. Ja, ja, das hatte ich auch, aber das kann man operieren. Dann ist wieder, also das musst du halt behandeln lassen. Ja. Alles gut. Hier. Kopfsalat. Ja. Die sind gut für dich? Prima. Du sollst riechen. Ja, so weiß ich, ob sie gut sind. Die kannst du nehmen, die ist gut. Diese berühmte mexikanische Chili, würde ich gerne mal sehen. Weißt du, so schöne, scharfe Chili. Hier gibt es keine. Hier gibt es Toilettenpapier. Ja, die ist für hinterher, wenn du die Chili drin hast. Das kleine Zäpfchen hier, Chili, ne? Das macht Dampf im Schritt. Ich bin ja bekloppt, aber komm her. Nee, hör auf. Hier. Oh. Oh. Macht Spaß. So, Bodo, jetzt haben wir richtig eingekauft. Hast du denn alles? Ich könnte noch was nehmen. Bevor es ans Kochen ging, hatte man noch Zeit für Sehenswürdigkeiten, die Pyramide. Ist doch scheiße, da bin ich einmal hier, ist die Rolltreppe kaputt. Auf dem Zocalo, dem größten Platz in Mexiko, da habe ich mich noch schnell heilen lassen von dem Tänzer, wo früher bei Bonnie M war. Jetzt geht's mir besser, der Schamane hat gute Arbeit geleistet. Was merkst du? Ah ja, ich fühle mich ganz anders. Ich freue mich jetzt sogar auf Zwiebelschneide. Eine Sache würde ich aber gerne noch machen. Ich muss für meine Gerda ein Souvenir mitbringen. Noch einen schönen mexikanischen Bazar. Komm, den zeige ich dir. Komm. Prima.
Ossa, alter Babsack, habt ihr einen Poncho? Poncho. Ah, erstes. Erster Stock, alles klar. Ich drehe noch das hier. Bierdeckel, wo verrostet, das ist doch alles. Ein Poncho, wo gibt's dann einen Poncho? Wie sehe ich aus? Scheiße. Wir müssen dem Frank müssen wir auch was mitbringen. Ja, was soll ich denn mitbringen? Irgendwas, was nichts kostet. Halt, hier sind wir richtig. Poncho. Also mir gefällt der, aber ich suche den ja für meine Frau, für die Gerda. Ne? Und das Loch in der falschen Seite? Na, das darf gar kein Loch haben. Haben Sie einen Poncho ohne Loch, also quasi ein Abdeckplan? Das müsste für meine Frau, das müsste etwa so aussehen. Das ist dann, so wäre sie billig. Ja, den, so ohne Loch nehme ich ihn. Ja?